So, liebe YouTube-Freunde, aufgeweckte Bürger, heute die Rubrik So schön ist unsere Heimat hier in Glaffenbach. Hier das Wasserschloss Glaffenbach. Das ist die Würschnitz, die unmittelbar daran vorbeifließt, beziehungsweise das Wasserschloss Glaffenbach umschließt. So, hier vom Innenhof des Wasserschlosses Glaffenbachs. Ja, also Wasserschloss sagt ja im Prinzip schon, dass das Schloss mit Wasser umgeben ist. Also auch von der Würschnitz. Hier auch ein Blick einmal in den Innenhof. Ja, hier nochmal die Rückseite vom Schloss Glaffenbach aus Chemnitz. Und wie gesagt, Glaffenbach ist 1997 am 1. Januar eingemeindet worden nach Chemnitz. Es liegt südwestlich von Chemnitz. Und ja, wunderbares Wetter haben wir jetzt auch bekommen. Vor uns war es etwas sehr, sehr dunkel. Also, ja, wie man es hier noch sieht, wir haben alle beide Varianten, so und natürlich auch so. So, also wie gesagt, hier Glaffenbach, das Wasserschloss, Liebe auf den ersten Blick. Schwerelos schwebt das weiße Renaissance, Kleinod über dem Wasser der Würschnitz, das Wasserschloss Glaffenbach. Der malerische Anblick des Schlosses mit seinem verspielt geschwungenen Kielbogendach, was man hier auch sehr schön sieht, lässt das Schloss südlich von Chemnitz kaum wehrhaft wirken. In dieser Idylle aus Baukunst und Natur schließen Verliebte gern den Bund fürs Leben. Bewacht vom Fräulein von Daube, die im Turm eingemauert wurde, weil sie nicht verheiratet werden wollte. In den nach alten Handwerkskunst rekonstruierten Räumen des Wasserschlosses können Sie regionales und internationales Kunsthandwerk bestaunen. Eine gastfreundliche Hotelanlage, zahlreiche Ateliers, ein Golfplatz und ein Reiterhof laden zum Verweilen auf dem Schlossgelände ein. Also ein paar Sachen zeige ich euch noch. Hier zum Beispiel ist es praktisch auch wie eine Treppe, die hier hochführt, die man sicherlich mit einem Boot anlegen kann und hier hochlaufen kann und zum Beispiel auch unter diesem Pavillon geschützt ist, wenn es regnen sollte. So, es ist auch noch eine umfangreiche Parkanlage hier rundherum, die ich natürlich euch nicht vorenthalten möchte. Und ein Teil der Parkanlage ist genau hinter dieser Mauer. Bis gleich. Also hier in dieser Parkanlage ein Spielplatz, sehr schön gemacht. Ein Spielplatz. Hier noch ein Deich. Ja, also ganz gut angelegt hier. Und das Wasser entspringt im Prinzip der Würschnitz, die natürlich auch bei sehr großen Regenfällen auch sehr anschwillt. Die Würschnitz mündet ja in die Chemnitz ein. Also wie gesagt, dann wird auch die Würschnitz bzw. die Chemnitz auch zum reißenden Strom. Hatten wir schon öfters, aber die letzte Zeit ging es noch. Aber wie gesagt, ja, sehr schön gelegen eigentlich. Man kann auch hier ein bisschen abschalten. Und da hinten scheint diese Golfanlage zu sein. Ich werde mit euch mal dorthin gehen. Ja. Ja, so schaut das aus.
Ja, sind auch Urlauber bestimmt hier, weil hier ist natürlich auch die Hotelanlage im Prinzip und sehr schön. Und da sieht man noch mal diese geschwungenen Dächer. Jawohl. Sehr schön. Ja, hier ist der Parkplatz zu dieser Schlossanlage. Dort geht es natürlich rein zum Schlosshotel. Ja, sind natürlich auch Urlauber aus fremden Regionen mit hier. Ja, sehr schön. Dort ein Restaurant im Prinzip. Und da hinten ist nochmal die Spitze vom Schloss Klaffenbach. Ja, da hinten sieht man ein Reiter. Kaffee, wie heißt das? Reiter. Kaffee. Ja, also hier der Golfplatz hier, nicht sehr groß, aber man kann auf jeden Fall seine Bälle einlochen. Da hinten ist dann noch ein kleinerer Platz wahrscheinlich. Ach nee, das gehört mit dazu. Das gehört zusammen. Ja. Ich hatte gedacht schon hier, ja, das ist zum Üben, aber nein, es ist schon etwas größer. Also wie gesagt, das sind ja meistens die, wo Geld keine Rolle spielt, die dort in diesen Golfclubs sind. Ist meiner Ansicht nach auch kein schlechter Sport. Ja. Gut, das wäre es erstmal vom Golfplatz, Leute. Und jetzt machen wir noch mal zum Schloss Klaffenbach. Ja, also hier kann es passieren, dass der Ball wahrscheinlich über die Straße geschossen wird, so wie ich das sehe. Hier sind Netze. Ja, wer weiß so richtig, wie gesagt, ganz so viel Ahnung habe ich eh nicht vom Golfspielen. Ja, ich wollte es aber mal kurz mit ansprechen, Leute. Ja, man sollte ja so viele Sachen ansprechen. Ja, Leute, klasse. Ja, hier geht es weiter. Golfplatz, Golfplatz hin und her. Also das ist so ganz schönes Gelände. Also ja, das sind ungefähr von dem, wo ich jetzt vorhin die letzten Bilder gesendet hatte, sind das vielleicht so 120 Meter. Und ja, so. Ja, eine ganz schöne große Anlage. Also nicht nur das, was ich vorhin gezeigt hatte. Ja, also wenn dann mal keiner dort dran steht, zeige ich euch nochmal vielleicht diese Wandertafeln im Prinzip. Ja. Ja, hier noch einmal dieses Reitercafé. Ja, also aus dieser Richtung kam sogar vorhin unsere Bürgermeisterin, die Barbara Ludwig, mit ihrem Nobel Auto mit Chauffeur. Ja, sehr schöne Landschaft, sehr schön ruhig. Und hier noch mal ein Blick rein auf die andere Seite des Golfplatzes. Ja, dort auch eine, ja, ein Springbrunnen. Ja, einfach hier im Grünen ein Springbrunnen. Dafür scheint Geld da zu sein. Ja, das ist schon mal gut. Es kann aber auch sein, dass es dort Forellen oder Karpfen gibt. Das könnte auch die Sauerstoffanreicherung sein. Ja, Fragen über Fragen, die ich leider heute nicht alle beantworten kann. Ja, jetzt geht es noch mal zum Schloss bzw. der Hotelanlage und dem Innenhof. Ja, hier noch einmal die Parkanlage. Sehr schön. Und jetzt steht mal hier niemand dran. Wanderwege in der Umgebung vom Wasserschloss. Kann man sich jetzt noch mal anschauen. Ja, da war eigentlich vorher eine Menschentraube hier dran. Und da wollte ich mich natürlich nicht vordrängeln. Ja, und hier Wanderwege rund um das Wasserschloss.
Es ist nicht weit weg von Neukirchen, das ist auch ein Ortsteil von Chemnitz. Hier unten ist Klappenbach. Ja. Richtung Adorf gibt es auch noch einen Tiergarten. Ja, und jetzt werden wir mal wieder in den Innenhof gehen. Sächsischer Jakobsweg. Stempelstellen finden Sie in allen Einrichtungen hier im Wasserschloss Klaffenbach. Ja, Jakobsweg, nicht weit weg hier. Der sächsische Jakobsweg. So, hier haben wir noch was vom Würschnitz-Dahl-Radweg. Dargestellt als Rundroute in Verbindung mit Route 6 und Eisenweg. Also, hier sind wir hier am Wasserschloss. Und das Blaue ist der Eisenweg, der herunterführt. Das Rote ist diese Route 6, genannt auch R6. Und das Grüne ist der Würschnitz-Dahl-Radweg, der von Neuwürschnitz geht. Alten Ziegelei vorbei. Niederwürschnitz ist nicht weit weg. Lugau bzw. Oelsnitz im Erzgebirge, wo es auch dort ein Bergbaumuseum gibt. Ja, und dann wieder zurück zum Wasserschloss Klaffenbach. Ja, hier nochmal der Haupteingang vom Schlosshotel und hier geht es nochmal durch auf diesen Schlosshof. Ja, also hinten Gaststube, Dorwache und hier der Schlosshof. Sehr schön. Braucht auch sehr viel Strom, deswegen da hinten diese Stromzufuhr. Es war nur ein kleiner Spaß am Rande. Ja, Leute. Aber sehr, sehr schön. Seht euch mal den schönen blauen Himmel an. Mit diesen kleinen weißen Wolken. So, also das war jetzt mal so mal ganz schnell hier eine Sehenswürdigkeit in Chemnitz mal veröffentlicht, was ich natürlich auch gleich mache. Wenn ich zu Hause bin, lade ich dieses Video hoch und das ist natürlich läuft unter der Rubrik So schön ist unsere Heimat. Also macht's schön gut, seid und bleibt immer schön patriotisch und seid immer aufgeweckt und hinterfragt viele Sachen. Tschüss.